Glück auf, ihr Lieben, und willkommen beim fünften Teil des zweiten Buches. Hier geht es um die Tiefen und Höhen, die am Mond ablesbar sind, genauso wie die Sternbilder und die Energiepunkte unserer Erde sind da genauso ablesbar. Hier haben wir eine kleine Karte in einer anderen Farbkombination. Da hat das ein bisschen hervorgehoben. Ja, also die dunklen Punkte sind hartes Land, die gelben Punkte sind weiches Land, meistens an den Küstengebieten, kleine Inseln etc., Eis. Dann haben wir das Grüne, das ist so nicht tiefes Wasser. Dann haben wir die hellblauen Bereiche mit tiefem Wasser und dann haben wir die extra tiefen Wasser mit den ganz dunklen Bereichen. Sind auch an dem Mond ablesbar, die verschiedenen Krater, die Krater in den Wasser und so weiter und so fort. Hier hat er sie eingetragen, wieder die Karte der Erde genommen, ne? Und dann sehen wir auch die südatlantische große Tiefe, ne? Das große Becken da, und es passt dann auch wieder wie die Faust aufs Auge. Da, wo hier die dunkelsten Flecken sind, sind natürlich auch auf unserer Karte die tiefsten Stellen. Ja, sehr, sehr schön. Dann haben wir hier auf einer Skala, das Schöne an einem Spiegelbild ist, die Entfernungen sind in einem gewissen Maßstab nachzuvollziehen. Und sind wir hier beim Land, ja, also hier sind die Tiefen bis zu 12.000 Meter tief, die tiefsten Stellen, ja. Das wissen wir auch, der Marianengraben, glaube ich, tiefste Stelle offiziell zumindest. Und hier haben wir es auch nochmal eingetragen, ne? Hier haben wir auch das Bermuda-Dreieck, das sitzt genau hier. Ragen sich ja auch einige Mythen darum. Ist aber schön zu sehen, wie das alles passt auf den verschiedenen Karten. Dann haben wir die Ströme der Meere, und da sehen wir auch, dass diese Ströme auch wieder Sinn machen, dass sie um die Kontinente herum sind. Wenn wir uns so eine Globuskarte nehmen, dann sieht man ganz schnell, dass da alles kreuz und quer so ein bisschen vonstatten geht. Hier sehen wir doch eine Konsistenz, eine Schönheit drin, eine Kreisförmigkeit, die für jeden, der ein bisschen Gefühl beweist, dann auch ein warmes Gefühl ums Herz kreieren sollte. Ja, hier nochmal in den anderen Farben, ja, die Ozeane eingetragen und so weiter und so fort. Dann kann man, wie gesagt, alles erkennen. Es ist, wie gesagt, ein Spiegelbild. Ein Spiegelbild hat genau dieselben Details wie das Ding, was gespiegelt werden soll. Ja, und hier sehen wir natürlich auch wieder die Wasser eingetragen, die Ozeane und die großen Löcher, die existieren und so weiter und so fort. Hier nochmal ins Detail, kann jeder da gerne das Video anhalten und sich das selber anschauen, ganz genau. Und dann haben wir das Bermuda-Dreieck, ja, hier zu sehen auf dem Mond. Ja, das Bermuda-Dreieck ist hier, rangen sich auch viele Mythen darum, was da eigentlich so los ist. Gehen wir weiter zu den Sternen und den Konstellationen. Grundsätzlich sagt er, dass wir auch auf dem Mond alle Sterne erkennen können. Denn die Sterne sind Spiegelbilder der Energiepunkte der Erde, der tiefsten und der höchsten Stellen. Dadurch ergeben sich diese Sterne. An dem Punkt möchte ich auch darauf hinweisen, dass zum Beispiel die Pyramiden den Gürtel des Orion wiedergeben, ne? Und die Pyramiden sind bekannt dafür, dass die auf ziemlich krassen Energiepunkten stehen, ja, und da auch eine gewisse Energie abgeben. Aber das nur so weit am Rande. Ja. Hier haben wir die Reflexion der größten Tiefen. Ja. Das sind auch Energiefelder, die größten Tiefen. Und jeder Platz auf der Erde hat genauso einen Platz im Himmel, ja, also in dem Himmel, den wir sehen. Es ist eine Reflexion. Diese Ohr werden wir öfter sehen, oder dieser Konstellationskreis, ja. Diese sind hier zu sehen, das ist die Sternenkarte, und hier haben wir die verschiedenen Konstellationen, und da werden wir auch gleich sehen, dass das hinhaut, ja. Die Sterne sind eine Reflexion auf die größten Tiefen und die Energie Punkte der Erde,
und zwar in dem ätherischen Feld über uns. Ja, jede große Tiefe, jeder Energieplatz oder Energiespot wird da reflektiert. Jede Reflexion ist ein Stern und dieser Stern ist ein Teil einer größeren Konstellation, Sternenkonstellation. Plätze like Abysses or Canyons, also große Tiefen und große Berge, sind quasi diese Galaxien, das, was wir als Galaxien sehen. Ja? Wenn wir in den Nachthimmel schauen, dann sehen wir die Karte der Tiefen und der Energieplätze auf der Erde. Jeder Energieplatz oder große Tiefe ist dort mit einem Stern dargestellt oder gespiegelt in dem Fall. Ja, hier möchte ich nur kurz erwähnen, das ist unsere Karte, die wir haben. Warum ist die so verzogen hierher? Weil hier der magnetische Mittelpunkt ist, ja, der magnetische Nordpol, was bei uns der Nordpol ist. Und jetzt versteht man auch diese Uhr, warum die hier so in die Länge gezogen ist, weil hier hinten Terra Vista liegt. So, und Terra Vista ist für uns nicht zu erkennen, aber auf dieser astronomischen Uhr mit den Sternen, wo alle abgebildet sind, auch die Energiepunkte der Terra Vista Welt, ist das so verrutscht mit dem Mittelpunkt hier, weil es sich darum dreht. Das will ich an der Stelle nur gesagt haben. Das ist immer dasselbe Durchmesser sowieso, das wissen wir bereits vorher. Also können wir es hier hinnehmen und dann haben wir auch die Sterne, die Tierkreiszeichen, die sich hier ergeben, magnetischer Nordpol, und man kann sie hier erkennen. Sehr, sehr schön. Ich bin immer wieder begeistert. Und hier haben wir dann auch auf die Sternkarte übertragen, beziehungsweise, was heißt Sternkarte, diese Energiepunktkarte oder dieses Energiepunktspiegelbild der Erde mit den Tierkreiszeichen, die da zu sehen sind. Wie im Großen, wie im Kleinen. So, dann haben wir hier die verschiedenen Sterne eingetragen, die wir bereits kennen und die machen auch Sinn am Sternenhimmel. Und das sind diese Energiepunkte, die es auch natürlich auf der Erde gibt, was dann wieder dazu führen kann, dass man sich am Mond wieder orientieren kann. Und hier hat er dann die Sternbilder eingezeichnet, die verschiedenen, die es gibt. Mit der astronomischen Uhr oder mit dem Tierkreiszeichen Uhr hat er die Richtung gefunden mit dem magnetischen Nordpol. Und damit sind die Energiepunkte und damit auch die Zeichen hier eingetragen. Jetzt an dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass die größten Bauten der Vergangenheit auf der Erde immer auf gewissen Linien liegen. Und genauso sind diese Energiepunkte auch hier vernetzt über diese Sternenkonstellation. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn man sich die Mühe macht, die Bauwerke hier auf diese Karte einzutragen, wird man feststellen, dass die größten Bauten genau auf diesen Punkten sind und viele Bauten ganze Sternbilder geben. Ja, so viel zu dem Teil des Buches Schwingung auf Kosmos. Wir sehen uns im nächsten Buch.